Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 4. Nach dem Desaster aus der dritten Episode habe ich mittlerweile viel gelernt. Ich habe mit einem Entwickler gesprochen, auch über die Strategie, wie man das hier am besten macht. Und ja, ich habe in Episode 1, 2, 3 einen sehr großen Fehler gemacht. Und vor allem war es, dass ich viel zu viele Level 1 Humbis hatte. Die Strategie im Spiel ist, damit man halt wirklich gewinnt, ist, dass man hier die Gefahrenstufe, also die Zombie-Bedrohung, so niedrig wie möglich halt. Sprich, die Humbis vor allem, hier habe ich jetzt gerade 17 und das ist schon sehr viel, haben eine Gefahrenwertung von 1,33. Der Trick ist, bleibt so klein wie möglich, solange es geht, und dann tut sie expandieren. Und vor allem, es setzt auf die Forschung. Klar, dauert es am Anfang ein bisschen länger, aber es funktioniert. Also macht es 3 oder 4 Forschungstische am Anfang, schaut, dass ihr da Punkte kriegt, und dann Soßen sammeln bis zum geht nicht mehr. Vor allem Holz, denn der Upgrade auf Stufe 2 braucht extrem viel Holz. Ich glaube 3000 sind es, 3000 oder 2000 Holz, damit man hier upgraden kann. Genau das habe ich jetzt gemacht und ja, ich habe jetzt gerade verheerende Zombies gehabt, die habe ich gerade abgewehrt und ich habe angefangen gleich am Anfang Sachen zu upgraden. Zum Beispiel hier Zaun Nummer 2. Das ist jetzt ein Steinzaun und der hat einen Hitpoint von 3000. Wenn wir uns jetzt hier den Holzzaun anschauen, der hat nur 1000. Also das ist mehr als doppelt so viel, was der hier aushält. Okay, das ist mal eine Sache. Dann habe ich ja das Problem gehabt, dass hier das Fleisch immer wieder mal ausgegangen ist. Dank eines Deathstreams habe ich mitgekriegt, dass man hier so ein Minimum-Stock-Level einstellen kann. Sprich, man geht dann hier zum Beispiel auf das Fleisch und hat da so einen kleinen Slider. Da zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man das zum Beispiel hier auf 3 einstellt, dann heißt es dann quasi für das Spiel oder beziehungsweise für die Transporteinheiten, wenn das hier bei 3 angekommen ist, dann muss das wieder aufgefüllt werden. Sehr praktisch. Habe ich vorher nicht gewusst, dass es geht, und es ist auch etwas unscheinbar. Ich wünschte, es wäre ein bisschen mehr ersichtlich und eventuell kommt es dann auch, so wie das Spiel dann draußen ist. Ja, was habe ich noch anders gemacht? Hier, Trainingscenter. Trainingscenter haben wir ja hier diese Beinpresse, diese Drückbank und Rudermaschine aktuell. Und die geben unterschiedliche Perks. Die erste Stufe gibt nur plus 35 Training. Die zweite plus 50 Training, aber plus 10 Stimmung. Und die dritte plus 15 Stimmung und plus 65 Training. Und ich habe mir gedacht, okay, es macht keinen Sinn, dass ich hier die Beinpressen drin lasse, sondern gleich immer aufs Neueste gehe, so wie ich das freigeschalten habe. Damit die Humbis, dass wenn sie das nutzen, Training plus Stimmung bekommen. Weil wenn die Humbis ja natürlich eine schlechte Stimmung haben, dann gehen die hier auf Rage und tun mir hier meine Leute angreifen. Wenn wir jetzt hier in die Arbeiterübersicht gehen, so heißt man nur Zombies. Seht ihr, die haben eigentlich grundlegend alle eine gute Stimmung. Das ist A und O, dass die alle gut drauf sind. Ja, dann bin ich auch noch hergegangen, habe die Betten erforscht. So ein Bett, Level 2. Schauen wir uns das mal kurz an. Gibt natürlich A-Plus Stimmung, Schlaf 100% und nur Komfortwertung mit dazu. Sofa habe ich auch aktualisiert. Gibt dann nochmal plus 60 Komfort und 10 Stimmung. Also schaut, dass ihr die Sachen ganz schnell upgradet. Und vor allem den Zaun. Ich glaube, der Zaun ist das erste und dann wird sie die Sachen hier upgraden. Wie schauen wir denn aus mit den Ressourcen? Holz habe ich gerade gar nichts mehr. Dafür bin ich ganz gut mit dem Essen. Abgesehen jetzt vom gegrillten Essen. Das ist der nächste Step. Ich würde gerne hier die Bäume noch abreißen, bis sie abbauen lassen, weil wenn ich die überbaue, dann sind die ganzen Ressourcen weg. Sprich, pro Baum sind es jetzt hier 80 Holz, was ich verlieren würde. Also würde ich die erstmal abbauen lassen, weil ich die Küche erweitern. Temporär könnte ich auch eine zweite Küche hier unten bauen. Aber ich muss jetzt... Wobei, nein, das ist auch eigentlich meine erste Priorität. Denn ich habe hier die Behandlungskammer 2 schon gebaut und da ist schon der erste Humbi drin. Der Chris Ote. Und Level 2 Humbis essen halt gegrilltes Fleisch. Steht auch hier drin. Arbeitet das Essen, Level 1 Humbi, Level 2 Humbi.
und das rohe Fleisch halt nur Level 1 haben wir es. Also wir brauchen den Grill. Schauen wir mal ganz kurz in die Forschung. Kochtopf, das wäre dann für die Menschen ganz gut. Das braucht man noch nicht. Habe ich den Grill? Ah, den Grill habe ich erforscht. Okay. Und Futterhaufen 2 habe ich auch schon erforscht. Okay. Ich glaube, wir werden dafür kurz eine zweite Küche bauen. Das ist vermutlich am schnellsten, bevor das... Ja, doch, das macht am meisten Sinn, weil ich will das Holz hier nicht verlieren. Küche ausbauen. Auf 8x8 ist erstmal okay. Ich weiß, ich habe zu wenig Holz. Grill 1. 2, lassen wir hier mal ein bisschen Platz. Futterhaufen 2. Mit Stein schauen wir eigentlich auch ganz gut aus, aber ich will das Ressourcenlager erstmal lassen, damit wir hier den Stein abbauen. Ach, das ist hier noch ein Bug. Da, ich glaube, das war ein Fahrzeug hier. Das ist mittlerweile abgebaut, aber das ist immer noch auf High Priority. Was ich nicht wegnehmen kann. Ah, normal. Ah doch, ich kann es wegnehmen. Okay, ich nehme es zurück. Ressourcenlager Nummer 2. Werden wir erstmal verschieben. Nach da, damit wir hier Holz abbauen. Und für die Nacht noch ganz wichtig. Schaut, dass ihr hier so einen Transportschuppen hier im Lager drin habt. Zumindest in der Nähe von der Verteidigungsanlage. Damit die hier Sachen hin und her transportieren. Jetzt gerade bin ich dabei, den Hochofen hier zu bauen. Also 2 davon. Und Goal wird jetzt erstmal sein, dass wir die Level 1 haben, es runterbringen. Und Level 2 hochbringen. Denn damit hier quasi die Level 1 haben, ist wieder ein bisschen runtergedreht. Dafür geht Level 2 haben es langsamer nach oben. Ja, so stand jetzt Tag 14, Episode 13. Ich würde sagen, wir machen mal kurz Fast Forward. Oh, da kommt jemand nicht da hinten. Okay. Das ist dämlich. Warum kann ich das dann so überhaupt bauen, wenn da jemand hinten nicht reinkommt? Wisst ihr was? Ich mache da mal ganz kurz einen Bug-Report und ich lasse das mal hier fertig bauen und dann sehen wir uns eh gleich wieder. Dann hilft es den Entwicklern und wir machen dann gerade im Anschluss weiter. Also, bis gleich. Okay, wir sind mittlerweile bei Tag 18 und es läuft eigentlich ganz gut mit der Forschung. Ich hatte das Problem, dass hier bei der Behandlungsstation 2 die Zombies nicht behandelt wurden. Ich habe das dann einmal versetzt und dann kamen die Zombies auf einmal wieder. Ich glaube, das war ein Bug. Und hier hinten, als ich das hier gezogen habe, war hier ein Zombie drin stuck. Ich habe dann hier die Mauer abgerissen und ich sehe gerade, da fehlt noch eine. Das soll jetzt mal abgerissen werden, aber wenn ihr das auch habt, dass ein Zombie nicht behandelt wird, tut es einmal ganz kurz versetzen. Und dann scheint es das wie zurückzusetzen und dann läuft es wieder. Von der Bedrohungsstufe bin ich jetzt gerade bei 4. Ihr seht, Level 1 haben bis 10, 0,5, Level 2, 7, 0,8, 3. Ist okay. Ich werde von 2 Seiten aktuell angegriffen. Einmal rechts und einmal links. Das heißt, früher oder später brauchen wir hier auch Verteidigungsanlagen. Läuft aber erstmal ohne. Vorerst. Wir haben hier nächste Welle, starke Zombies 28, dann 27 und dann einmal keine Zombies. Ich mache mir dann gerade ein bisschen Mikromanagement, wo ein Zombie ist und wo nicht. Und ich habe immer zwischendrin die Zombies, die ich nicht brauche, ausgetauscht mit dem Moose Lab. Und ich konnte sogar Arbeit erholen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 21 Wissenschaftler. Ja, das ist der Stand jetzt. Ich bin gerade im Überlegen, wie ich weitermache. Beziehungsweise erstmal schaue ich in die Forschung rein.
Wir brauchen 2000 Forschungspunkte für die dritte Stufe und 500 Chemikalien. Das heißt, Produktion Chemikalien wäre vielleicht mal Ding. Hochofen 2. Düngemittel, was haben wir eigentlich schon drin? Es braucht halt Strom. Mal Strom upgraden. Sonnenkollektoren. Was? Plus 350 Elektrizität. Yes, please. Und Batterien-Upgrade. Oh, was? Sowas von. Okay. Es braucht nur 7 Stahl. 7 Stahl. 7 Stahl. War mehr als genug. Oh ja, die werden jetzt die Batterien jetzt mal voll upgraden. Dann haben wir ja einen Speicher. Ich hoffe, sie können sie upgraden. Ich glaube, dahinter wird es ein bisschen schwierig mit dem Pathfinding. Kann sein, dass ich den Masten versetzen muss. Aber so ein Solarpanel will ich unbedingt haben. Oh, fuck. Die sind ziemlich... Ich hätte die schon gern hier daneben. Plus 68. Nein, Moment, das wollte ich jetzt nicht. Mal kurz versetzen. Das vielleicht so reicht. Wenn wir sehen, mal ganz kurz fast forward, bitte. ...110 Heilmittelfortschritt. Nice. Nice. Dann haben wir auch erstmal keine Stromprobleme mehr. Cool. Geil. 350. Wie geil ist das denn? Ja, wenn die Batterien erstmal voll sind, dann haben wir in der Nacht keine Probleme mehr. So, die sind weiter hier am Behandeln. Und wie ich dann einfach zu viel habe, schicke ich die einfach weg, damit der Bedrohungslevel nicht so hoch ist. 28. Und Fleisch hier unten ist auch noch alles gut. Grillen tut uns die Zombies selber. Ihr habt noch Sachen in der Reichweite. Ja, und da kommen sie nicht ran. Ja, gut, ist egal. Für die eine Batterie hier. Was kann man sonst noch Gutes bauen? Wand und Türen upgraden. Nee, sehe ich jetzt momentan noch nicht. Waffenschrank 2 auch noch nicht. Schneekanone 2. Schneesturmerzeuger. Nö, auch nicht. Wir werden aber hier hinten die Verteidigung ausbauen. Schneeballwerfer. Einer erstmal. Oder zwei? Zwei. Plus Strom. Gut, dann reicht es hier erstmal. Lebensmittel bräuchte man ein paar mehr Beeren so grundsätzlich. Das werden wir auch mal ausbauen. Gebiet. Gemüsegewächshaus. Hatte ich da nicht beides? Hochgabelte Soßenlager, Soßenlager. Hummerbeerenbeet. Ich meinte, ich hätte das geupgradet. Nahrung. Ah, ne. Hab ich noch nicht.
Okay, wisst ihr was? Dann wenn wir das hier mal abreißen und das hier abreißen. Bitte einmal fast forward. Ja, das zweite auch noch abwarten. Und dann bauen wir da jeweils die zweite Stufe. Gemüsebeet, Kümmerbeerenbeet, Gemüsegewächshaus. Oh, das sind jetzt vom Zugang anders. Machen wir das einmal so. Okay, aber die beiden sind beide gleich, brauchen aber Strom. Kein Problem für uns. Geht sich das noch aus, dass wir den Strommasten upgraden? Neues. Verstärkter Strommast. Cool. Und dann bitte einmal bauen. Da bin ich schon mal gespannt, was da der Output von dem Ganzen ist. Braucht man noch Stein hier. Cool. Oh, 5 pro Stunde. Und die alten waren 2 pro Stunde. 2,3 pro Stunde. Oh no! Die brauchen jetzt Dünger. 2 pro Stunde, sprich 4 pro Stunde. Das war so klar. Fleischkultivator 2 wäre auch eine. Na, das ist keine Belebung, das braucht man. Aber zuerst mal Dünger. Eisbeutel, Hochofen. Düngemittelmischer. Der braucht Chemikalien. Düngemittel haben wir gerade 0. Chemikalien und Düngemittel müssen wir jetzt produzieren. No shit. Produktion. Plus 8 Chemikalien. Machen wir einmal hier und Düngemittel. Was ist mit dem Düngemittel? Warte mal. Na, jetzt können wir noch kurz gucken. Doch, habe ich drin. Düngemittelmischer. Hä? Oh, oder ist es jetzt wieder bei der Forschung? Ja, toll, das ist bei der Forschung. Ich, nicht wirklich. Ja, wobei. Wie viel machst du? 4. Das wird sich ja für die 2 gerade ausgehen, weil die brauchen 2 pro Stunde. Ich habe trotzdem gern 2 von denen. Ich glaube, ich baue gerade schon wieder zu schnell. 2 von denen. Und du machst wie viel Chemikalien? 8. Ah, shit. Wollte ich gar nicht. Vier. Sprich, eins von denen kann 2 von denen bewirtschaften und pro von diesen erweiterten brauche ich halt jeweils eins von denen. Spannend, spannend. Ich brauche mehr Leute. Da habe ich aber schon 4. Mensch oder Level 2. Level 2 habe ich gerade 2, die verfügbar sind. Also einer wird da schon mal drin. Da steht es noch nicht. Okay, bitte einmal fast forward. Natürlich brauchst du auch Strom. Einmal erweitert. So.
Ist aber echt viel weiter von der Reichweite her. Tag und Nacht bist jetzt du mit dabei. Cool. Stichwort Stimmung. Wie schauen wir eigentlich aus? Soweit noch gut. Keine Gefahr. 10 pro Stunde. Naja, umso besser. Und du brauchst natürlich auch Strom. Tun wir dich mal upgraden. Dann stell dich mal so hin. Oder wir machen einfach einen zweiten. Ja, ist auch gut. So, jetzt Arbeit. Oh, das braucht gar kein Arbeiter. Ja, umso geiler. Cool. Ach nee, Moment, doch. Einer, der es wohl betreut, so wie es aussieht. Oder wie muss man... Hä? Wie muss man denn das hier ziehen? Nee. Ich glaube, das war nur die Person, die das gerade abholt. Stand da nicht sogar davon, dass das vollautomatisch ist? Gehen wir mal kurz auf die Nahrung. Eine automatische Gemüsefarm. Ja, nee. Das war nur die Person, die das gerade abholt. Ja, dann sparen wir uns da Personal. Tag und Nacht haben wir jetzt gerade hier 5 frei. Und da 1. Ja, die schicken wir jetzt gerade mal weg. Um das Bedrohungslevel runterzudrücken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Holen uns dafür Ressourcen. Und gut ist. Weg mit dem Helikopter. Damit wir hier runterkommen. Das wollen wir ja so gering wie möglich halten. Ja, nein. Ist zwar teuer mit einem Upgrade. So, weiß einer gerade nicht, wie er gerade hinkommen soll. Ist aber auch egal. Upgrade abbrechen. Gehen Ressourcen. Ja, ist gut. Mega cool, dass das nichts braucht. Mekalin ist halt ein Issue. Und weil es gerade sehe, sollten wir hier die Sachen reparieren. Hier unten vielleicht auch noch. Steine haben wir mehr als genügend. Sollten wir vielleicht hier unten auch noch upgraden. Könnte man eigentlich gerade machen. Wir gehen hier in Verteidigung. Zahn 2 auswählen, upgraden. Gib ihn, 60 Steine. Gar nichts. Ah, den haben wir jetzt hier vergessen. Auch noch upgraden. Los geht's. Oh, da haben wir keine Arbeiter mehr. Tagesschicht 6. Okay, dann brauchen wir vielleicht doch ein, zwei mehr Mitarbeiter. Ausgangssperre bitte. Jetzt sollte eigentlich der Angriff wieder auf zwei Seiten kommen. Sind echt einige. Aber wir sind gut gewappnet. +110. Nice. Ja, ist wirklich kein großes Thema. Okay, Chemikalien. Produzent hätte ich gerne mal 2, den können wir vielleicht da hinten hinstellen. Und dann werden wir die 2 auch noch abreißen und da oben hinstellen.
Fleischproduktion macht mir einfach Angst. Grill 0,7 pro Stunde, 0,9. Warum bist du höher? Ist es abhängig davon, wie viel Fleisch du hast? Sagen wir hier mal Stocking ab 10. Es geht auf die 10. Okay. Ja, aber dann macht man hier einen dritten Grill hin, oder? Ja, ich würde schon sagen. Also Essen, Grill 3. Und den Essenstisch können wir auch upgraden. Upgrade das Objekt zu einer höheren Stufe. Entweder bekommst du Ressourcen zurück. Ja, ja, ist egal. Was haben wir da für positive Effekte? Für alle Arbeiter außer Level 1 haben wir es. Gibt so ein Stimmungsplus und Hunger 100%. Also die Level 2 haben bis wird davon profitieren. Bitte reparieren. Dankeschön. Ich auch hier hinten. Ja, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile halbwegs safe hier. Gut. Abreißen. Abreißen. Machen wir jetzt die automatische Variante hier oben. Gewächshaus 1. So. Ja, wo ist das andere? Wäre jetzt doof. Ach da. An die Entwickler. In dem Menü hier. Das vielleicht irgendwie separieren, damit man das besser sieht. Unser also kleines Ding, Quality of Life Improvement. Da reicht auch der einfache Strommast. Cool. Zweite Chemikalienfabrik. Baumer Produktion. Das war die hier. Erstmal hier so, weil dann kann man das Forschungslabor noch ein bisschen erweitern. Strommast. Hier oben. Nein, das dürfen wir so nicht bauen. Da kommt ja wieder. Ja, das ist ein Bug. Ihr müsst wirklich darauf aufpassen, dass ihr das so baut, dass ihr überall noch ein bisschen Platz lasst, damit hier die Pieps noch irgendwie hinkommen. Shit, ich kann jetzt nicht mehr abbrechen. Abbrechen, abbrechen. So, dann haben die da noch einen Platz. Ich hoffe, das wird noch irgendwie blockiert, dass man das gar nicht bauen kann, wenn die Leute da nicht hinkommen. Das ist noch ein bisschen nervig teilweise. Cool. Das läuft. Du hast zu wenig. Ich muss eh mal durchstarten. Ist halt Early Access. Ich meine, das sind so kleine Sachen, die ein bisschen nerven. Aber es geht, wenn man weiß, wie man damit umgehen soll. Erinnert mich ein bisschen an Raywards Online. Aber ich mag die Strategie dahinter, dass man wirklich aufpassen muss, wie man bauen muss. Vor allem, wenn man weitermacht. Ansonsten macht man sich selber echt schwierig. Okay, da haben wir jetzt ein, da haben wir jetzt zwei. Warten wir mal auf die zwei, dass die umgewandelt werden. Warum kannst du nicht? Keine Charaktere, die behandelt werden können. Wann ist denn der Level 1 bereit? Ist jetzt der gleiche Berg wieder? Du musst nochmal versetzen. Mal schauen, was passiert.
Also für mich ist es gerade nicht selbsterklärend, wann ein Hambi Level 1 dazu bereit ist, auf Level 2 quasi geimpft zu werden. Könnt ihr das bitte mal priorisieren? Ja, machen es gerade nicht. Na gut, wir schicken die 3 erstmal wieder weg, beziehungsweise 4. 1, 1, 2, 3. Hol uns da erstmal die wertvollen Sachen. Andererseits. Was sind das jetzt mal weg? Oh. Ein Arbeiter braucht jeweils ein Slot. Okay. Ja, dann holen wir uns hier 3 Arbeiter. Das ist nicht schlecht. Coole Sache. Ja, dann lasse ich die Sachen erstmal fertig bauen und wird noch ein bisschen vorspulen. Aber ich glaube, wir sind wirklich gute Dinge. Und die Stromproduktion, die ist sehr gut. Und die Ressourcen her schauen wir auch gut aus. Wobei jetzt Dünger, Chemikalien braucht ein bisschen. Aber das muss erstmal fertig gebaut werden. Da brauchen wir noch 1, 2 Zombies. Ich glaube, wir sind hier Level 2 Zombies. Oder Hombies, besser gesagt. Das kriegen wir hin. Dann schauen wir, dass wir hier von Level 1 ein bisschen runterkommen. Ja, dann werden wir so zwischen 4 und 5 von der Gefahrenstufe sein. Damit sollten wir eigentlich klarkommen. 28, 30. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es gut, wenn wir die Verteidigung mal ein bisschen aufrüsten. Soll heißen, dass wir hier die Kanonen upgraden. Dafür müssen wir hier die Blasebalge ein bisschen erweitern. Ich will sie noch nicht auf die Version umbauen, wo sie Chemikalien brauchen. Wo wir hier eine echt gute Produktion haben. Ich werde da erstmal irgendwie nur 1, 2, 3 dazu bauen. Und vielleicht macht es Sinn, dass wir nur einen Schneeballwerfer und eine Kanone upgraden pro Seite und den Rest noch original lassen. Damit der Verbrauch nicht zu hoch ist. So, geht das noch alles reparieren. Okay, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Episode. Oh, jetzt sehe ich es jetzt gerade. Du bist ja da im Arsch. Soll das so sein? Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Und da auch ein bisschen abgewängelt. Bist du immer schlimmer, je öfter du kommst? Da muss ich echt mal drauf achten. Also, liebe Leute, bis morgen. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.